Ja, hallo Leute, willkommen auf BBK Let's Play. Ich bin Fredless CR und willkommen bei einem neuen Part Let's Play Football Manager 2015. Wir spielen mit Rapid die österreichische Meisterschaft bzw. den Karrieremodus. Ja, nach der letzten Auswärtspleite gegen den zweiten französischen Ligisten Berrichone mit 4:2 verloren, geht es diesmal auswärts in die erste Runde des EFB-Pokals gegen St. Johann in Ponga. Angepeilt ist natürlich ein klarer Sieg. Wer allerdings unsere Mannschaft kennt, Rapid, der weiß, im Cup tun wir uns bekanntlich immer schwer. Und deswegen wird es sicher nicht so eine leichte Partie, wie man glaubt. Ja, unser Scout schlägt uns vor, eben ich stelle da kurz die Abos ab, dass wir dann nicht immer so viel Benachrichtigung bekommen. Unser Scout Bernhard Schwittemann hat uns da vorgeschlagen, den FB Cup zu scouten bezüglich Spieler und auch Taktiken und Mannschaften. So, wir werden auch gleich loslegen. Was ich ändern will, also was ich vorhabe zu ändern, ja, weil wir ja letztes Spiel uns nicht so gut präsentiert haben, ist, wir haben die Verteidigerrollen auf, also von herausspielende Verteidiger beide auf normale klassische Innenverteidiger gestellt. Das wird auch so bleiben. Das werden wir mal. Wer muss jetzt den Kapitän wählen? Da werden wir Mario Sollertner als Vizekapitän wählen, weil das auch normalerweise so ist. Spielfeld werden wir lassen. Ja, und wir werden jetzt einfach mal von Kontrolle auf strikt stellen, nämlich. Beziehungsweise von flexibel auf strikt, so meine ich es, genau. Teamshape von Kontrolle auf strikt, weil eben das zusammenspielt mit einer gewissen Anzahl von Spezialistenrollen. Da wir aber kaum mit Spezialistenrollen spielen, ja, sondern eher mit klassischen Rollen, werden wir jetzt einfach mal strikter spielen. Das war zumindest bei den letzten Teilen von Vorteil. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das aufstellen wollen. Beric wollte ich eigentlich von kompletter Stimme wegnehmen, weil er mir da nicht so gut gefällt. Wir werden den Beric mal als klassischen Knipser testen, wenn ich mal sagen. Das gefällt mir da eher. Schwab wird zurückrücken statt Vidra, weil Schwab eben nicht so gut im offensiven Mittelfeld ist. Also mir gefällt er nicht so gut. Steffen Hoffmann ist nämlich jetzt auch wieder fit. Der wird natürlich da spielen. Ja, ansonsten würde ich das jetzt eigentlich so lassen. Ich muss nur schauen, wen ich da mitnehme. Maximilian Hoffmann, Okungboa kommt nicht mit. Da kommt Daniel A mit. Andreas Kuhn-Stangl. So. Dominik Widra soll eigentlich auch mitkommen. Brian Behrendt werden wir jetzt mal auf der Bank lassen, eigentlich verletzt. Gerade im Moment, also bei Rapid in Wirklichkeit. Es ist schwer. Wir haben eigentlich die Qual der Wahl. Wir haben einen Vidra, Maximilian Hoffmann, Daniel A., Schobesberger, Sergian Gravatz, Stefan Stangl, Andreas Kuhn. Krozorek, ja, wird nicht zu viel beachten. Ich werde jetzt auch mal den Kuhn rausgeben zu Beginn und den Prosenikas. Okay, ich kann trotzdem 11 Spieler mitnehmen. Ich glaube, das hätte ich auch umstellen müssen. Komisch, also es sind nur 5 markierte Grau. Okay, es gibt Auswechselspieler maximal 5. Sehr seltsam. Na, vielleicht kann ich das im Nachhinein nochmal verändern. Also die. Na, unsere Spieldatei, die habe ich ja bearbeitet. Ansonsten lassen wir das jetzt mal halt so. Ist jetzt nicht so wichtig. Grauwart, Schobesberger, Aller, Maximilian Hoffmann und Dominik Wiedere werden jetzt mitkommen. Ja, wir lassen es jetzt mal auf strikt. Wir schauen jetzt nochmal kurz, weil unsere mehr in die Zweikämpfe gehen. Genau, das werden wir jetzt noch auswählen, weil das war in den letzten Spielen nicht so der Fall. Also unsere Spieler sind eigentlich kaum auf den Gegenspieler draufgegangen. Und deshalb probieren wir das jetzt mal so. Ja. So. Wir werden jetzt dann noch unsere Ansprache halten. Spieler machen sich gerade warm. So, weiter zur Teamansprache. Werden dann natürlich leidenschaftlich sein. Wieder. Sollen uns zeigen, was sie können. Einige sind auch motiviert, begeistert.
Passt, so wollen wir das haben. Spielen da in Weiß, auswärts, bei St. Johann in Ponga, die in Grün spielen. So, Pavelic rüber auf Schwab, der auf Hoffmann, der auf Beric. Bin gespannt, wie sich Beric in seiner neuen Rolle tut. Der ist jetzt nämlich von kompletten Stürmer eben auf Knips umgestellt worden, weil er eben sehr viele Tore macht bei Rapid im Moment. Und vielleicht hilft ihm das, dass er sich eben auf die Hauptaufgabe konzentriert, dass er eben die Tore macht und nicht alles im Spiel macht als kompletter Stürmer. Schauen wir mal, wie es läuft. Tetzos auf Kanz. Und Schwab kommt zum Schuss, allerdings zu zentral und Kreuzwirt begräbt den Ball unter sich. Schade, die erste gute Chance nach wenigen Sekunden für uns. Läuft der Ball nicht so schlecht. Allerdings natürlich ein Cup-Spiel gegen eine Mannschaft, ja, die weiß nicht in welcher Liga spielt, allerdings sehr weit unten. Aber ja, jedes Spiel ist ein wichtiges Spiel. Na super, Robert Beric hat sich da verletzt. Das gefällt uns natürlich nicht. Da kommt Deni Aller jetzt dran. Allerdings Aller eher der... Keiner ist kompletter Stürmer, das verstehe ich nicht. Falsche 9, Nummer 10, Stoßstürmer. Knipser. Ja, wenn jetzt der Denial auch mal das Knipser lassen halt, dann probieren wir das mal so. Beschreibung nämlich zu Stoßstürmer gefiel mir nicht ganz. Ich dachte eigentlich, dass der Stoßstürmer mehr auf die Schnelligkeit baut, allerdings sehr unterstützend ist und wir wollen einen Verteidiger haben. Gibt's das auch? Jetzt hat sich Hoffmann auch noch verletzt. Also wenn das kein Bug ist, Leute, dann weiß ich es auch nicht. Das weiß gar nicht, wenn ich jetzt einsetzen soll. Das ist unglaublich. Stürmer haben wir quasi keinen mehr. Wirklich, ja, Schobesberger kann zwar Stürmer spielen, allerdings. Wir bringen mal Sritjan Gravats für Hoffmann, mal schauen, wie das läuft. Aber das ist natürlich jetzt sehr bitter, wenn sich da im UFB Cup gleich die ganze Mannschaft verletzt. Das, ja. Oh, Petzos mit einem super Freistoß. Kreuz wird allerdings zur Stelle zu zentral, leider, aber allerdings sehr stark geschossen. Ja, die zwei Verletzungen haben unser Konzept natürlich jetzt ein wenig über den Haufen geworfen. Stefan Schwab ist auch schon angeschlagen, also warum sich da die ganzen Spieler verletzen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, früher war das ein Bug im Spiel. Allerdings glaube ich jetzt da mit den ganzen Updates und so, die auch schon gekommen sind. Ich habe zuvor auch ein Update gemacht. Das ist glaube ich das dritte Update schon, sollte das eigentlich kein Problem sein. Oh, abgerissene Flanke und da kommt Nobota gerade noch so hin. Eckball für St. Johann in Ponga jetzt. Die Tribüne sieht sehr witzig aus. St. Johann in Ponga da unüberdacht, wo die Leute da sich bewegen. Ja, und es ist Halbzeit. Wir werden jetzt den Spieler natürlich mal eine bestimmte Ansprache halten und sagen, dass wir natürlich immer noch gewinnen können. Da schalten die Spieler ab, das verstehe ich auch nicht. Mit den Ansprachen muss ich sagen, da habe ich mich auch noch nicht so genau damit auseinandergesetzt, wie die wirken. Allerdings finde ich es sehr komisch, weil wenn ich die Spieler bestimmt daran erinnere, dass wir da noch gewinnen können, dass ich da ein bisschen mehr Feuer haben will, dann weiß ich nicht, warum die da abschalten und überhaupt nicht zuhören. Aber ja, vielleicht schaffen wir es auch so, hoffentlich. Pavelic jetzt auf Schaub. Der zu Krahovac, der für den verletzten Steffen Hoffmann gekommen ist. Schaub auf Stefan Schwab. Auf Aller. Der zurück zu Krahovac. Den Ball lassen sie schon jetzt wieder phasenweise sehr gut zirkulieren in unserer Mannschaft. Das ist jetzt wieder was, was wir sehen wollen eigentlich in unserer Mannschaft. Kanz, wird dann den Ball weggespitzelt. Krahovac auf Schaub. Der probiert. Eigentlich kein schlechter Schuss, allerdings knapp am Tor vorbei mit links aus der Drehung. Ja, aber es ist jetzt auch schon die 53., 54. Minute und ja,
So, Lattner mit dem Kopf. Schade, wieder knapp vorbei. Es häufen sich jetzt die Chancen für uns. Seine Führung wäre jetzt da nicht unverdient, sage ich mal. Zumindest eine 1-0-Führung. So ein großartiges Spiel von uns ist es natürlich auch nicht, aber doch besser als... Ja, und wir kriegen da den Elfer. Elfmeter. Gasser hat da Schobesberger, sage ich. Keins war es, glaube ich, gelegt. Es gibt jetzt auf jeden Fall Elfer, den Louis Schaub antreten wird. Hoffentlich kann der Louis da den Ball im Netz unterbringen. 60. Minute. So, Schaub. Und genau, zu stark geschossen. Er war nicht, sage ich mal, platziert, aber er war so scharf, sage ich mal, dass der Torhüter kaum Chancen hatte zu reagieren. Und da steht es 1-0. Schauen wir es uns nochmal an in der Wiederholung. Ja, sehr stark abgezogen. Baumann spekulierte anscheinend auf einen Mittelschuss, sage ich mal, auf keine entscheidende Ecke, sondern einen also hat sich in die Mitte gestellt. Dachte, er kann den Ball abwehren, allerdings dadurch, dass der Ball dann ein bisschen nach links gezogen ist und scharf war, hat er keine Chance gehabt. Ja, und da steht zum Glück jetzt 1-0 für uns, weil solche Spiele, wie gesagt, müssen wir gewinnen mit unserer Mannschaft, mit unserem Ansehen, auch mit unseren Ansprüchen an uns selbst. Petzos zu Grahovac, Aller. Abgewehrt von Kreuzwirt. Kreuzwirt gefällt mir gar nicht schlecht im Tor der St. Johann in Ponga Mannschaft. Der pariert eigentlich ziemlich gut, ja, bei dem Elfer gut. Ein Elfer-Tor kann man kassieren, allerdings sonst ziemlich gut, was er da pariert, finde ich. Ist auch immer am Posten, wenn auch der Ball knapp am Tor vorbeigeht, ist er meistens in der richtigen Ecke und rechtzeitig da eigentlich. Schrammel zu Kanz. Der probiert es mit einer Flanke, Grahovac verlängert, allerdings kommt da keiner mehr hin und Kreuzwirt ist wieder da. Konditionell schauen wir jetzt mal, wir haben aber schon zweimal gewechselt, das ist das Problem. Wir werden jetzt noch einmal wechseln, weil mehr können wir nicht wechseln. Die Frage ist, wen würde da bringen? Schauen wir mal weiter. Zornleitner, Schrammel, Petzos, Kainz. Kainz hat mich bis jetzt wenig überzeugt, daher werde ich jetzt mal Schobesberger bringen auf der Seite von ihm. Links außen. Schauen wir mal, wie das klappt. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, Vidra vielleicht zu Petzos zu bringen, der auch schon ziemlich erschöpft war. Allerdings ist mir Petzos nicht so... da hatten wir jetzt Glück. Die Stange rettet uns da. Puh. Petzos ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Der ist mir eigentlich... Ja, der hat zumindest, sage ich einmal, im Spiel mitgewirkt, was bei Kainz jetzt weniger der Fall war bei den Aktionen, die man zuletzt gesehen hat. Hat mich nicht so überzeugt. Das Problem ist halt mit Schobesberger. Jetzt müssen wir da aufpassen, dass wir nicht dann auf der Seite den Ausgleich kassieren, kurz vor Ende, weil wir haben auch keine Wechselmöglichkeiten mehr für eine Verlängerung parat. Das war jetzt der Bitter für uns. Es gibt auch noch Freistoß offenbar. Okay, naja, für den Gegner. Petzl sieht jetzt die gelbe Karte. Baniak. Auch scharf geschossen, allerdings zum Glück für uns hoch vorbei. Petzos jetzt, ja, klar, der mit der wenigsten Grunde, ich hoffe, der holt sich dann nicht noch Gelb-Rot, bevor das Spiel zu Ende ist. Pavelic mit einem Einwurf auf Grahovac, der köpfelt zurück auf Pavelic, der mit der Flanke, beziehungsweise mit dem Versuch, Schwab, spielt raus auf Schobesberger. Schade, schießt er, allerdings Kreuzwirt wieder mit einer Parade und kann da parieren. Kreuzwirt, wie gesagt, sehr sicher, der beste Mann, finde ich, bei den Pongoern. Schobesberger. Schwab. Der geht dazu, legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor und da sind auch schon die Salzburger wieder am Zug. Schrammel. Grahovac. Ja, schön gespielt jetzt. Allerdings Kreuz wird gut mitgespielt, kommt da schnell raus. Jetzt auch in der Situation hätte ich nicht gedacht. Also für einen Unterliga-Tormann präsentiert sich der super. Normalerweise, ja, bei solchen Pässen bleiben die einfach drinnen aus der Linie kleben. Das, was auch den Klassenunterschied normalerweise zu sag ich mal, stärkeren Tormännern ausmacht, zumindest im Spiel im Manager. Ja. Ich hoffe, dass jetzt, wie gesagt, das Spiel bald aus ist, damit wir den 1-0-Sieg wenigstens mitnehmen können. Dann noch ein Schuss von Sreko.
Allerdings zum Glück für uns vorbei. Und jetzt ist auch das Spiel zu Ende. Wir gewinnen. Ja, verdient oder nicht, einmal dahingestellt mit einer wenig berauschenden Leistung. Allerdings muss man sagen, dass sich natürlich gleich zwei Spieler zu Beginn verletzt haben. Zwei wichtige Schlüsselspieler mit Robert Berić und Steffen Hoffmann. Wo wir natürlich hoffen, dass die nicht allzu lange fehlen und verletzt sind. Vor allem Berić, weil wir eigentlich nicht wirklich viele Stürmer haben. Ja, wir werden jetzt dann noch unsere Abschlussabsprache halten. Wir werden sagen, sie müssen sich da steigern. Einige sind auch ja, entspannt, motiviert. Andere wirken wieder abwesend. Naja. So. Ja, was ich bis zum nächsten Mal herausfinden werde oder versuchen werde, ist, ob ich die das Auswechselkontingent erhöhen kann im Nachhinein, weil ja die Datenbank jetzt schon drinnen ist, im Spiel geladen ist. Deshalb weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch können. Wenn nicht, werden wir jetzt mal, sage ich mal, so weiterspielen, dass ich jetzt nicht wieder komplett ein neues Let's Play anfangen muss. Das ist mir ehrlich gesagt am Anfang noch nicht aufgefallen, weil ja in den Freundschaftsspielen immer 12 Auswechselspiele erlaubt sind. Ja, ansonsten, wenn ihr Kritik habt, Feedback, ja, Fragen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Fred lässt's her.